sind, dass da, wo die Füße sich berühren, wirklich die Körpermitte ist. Und jetzt einmal die große Schlaufe von Gott um den Körper, um die Füße festbinden. Hier schaue ich immer, dass der Verschluss nicht direkt auf der Haut ist. Sondern wenn der Gurt jetzt richtig schön weit unten am Beckenkamm ist, ist es die Stelle, wo auch der Klotz hinkommt. Das heißt, ich lege den Klotz an den Gurt ran und lege mich langsam vorsichtig über den Klotz drüber. So, Decke benutzt du, wenn du die brauchst. Wenn nicht, kannst du sie zur Seite legen. Im Optimalfall soll dein Gesäß Kontakt zum Boden haben, deine Schultern Kontakt zum Boden haben. Die Arme bringst du über den Kopf, sodass du eine Öffnung in den Schultern hast. So, und jetzt kannst du ruhig die Augen nochmal schließen. Um in deiner ersten Position anzukommen. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Beobachte, wenn du einatmest, wie die Bauchdecke sich hebt. Wenn du ausatmest, wie sie sich senkt. Stärkt die Öffnung oder die Dehnung, die Weitung in deinem Bauchraum, indem du ganz bewusst dich im Bauch atmest. Bauchdecke soll sich so weit wie möglich geben. Wenn du ausatmest, zieht dein Bauchnabel zurück zur Wirbelsäule. Letzten drei Atemzüge hier. Und sind die letzten drei Atemzüge vorbei, gehst du die Ellbogen zur Seite. Setz die eng am Körper auf, schiebst die Ellbogen nach unten, sodass du dich mit geradem Rücken nach oben drückst. Löse die Schaufel vom Gurt, leg den Gurt gleich zur Seite, schiebe beide Arme lang nach vorne ins Dhammasana, Startposition gegen eine imaginäre Wand. Das heißt, die Innenseiten der Füße schiebt davor, Fersen schiebt davor, Schambein runter, Brustbein hoch, sodass er ganz stolz, ganz aufgerichtet sitzt. So, von hier bringt er den rechten Fuß unter das linke Knie. Lass ihn
dass es richtig ist, solange du Rückenleidst. Deswegen versuche, egal welche Variante deine Arme gewählt haben, immer deine Brustwirbelsäule nach vorne zu bringen. Diejenigen, die die Ellbogen gegen das Schienbein geschoben haben, ihr löst die Arme, streckt die Arme, kommt jetzt auch auf dieser Skala 1 bis 10 auf Stufe 7. Diejenigen, die die Ellbogen vorher schon lang hatten, beobachte, wann lässt die Spannung nach, an der Stelle einatmen Länge, ausatmen wieder ein Stückchen weiter nach vorne kommen. Euer Kinn zieht immer Richtung Hals, sodass der Nacken sich streckt. Und schaut auch, dass die Schultern weg vom Ohr ziehen. Letzten 5 Atemzüge hier, letzten 3 geht auf eure persönliche Stufe 10 Maximum.
um dich wieder mehr auszuziehen. Schaut, dass ihr die Schultern weg vom Ohr zieht, dass er lang in der Brustwirbelsäule bleibt. Letzten 5 Atemzüge hier, letzten 3 auf eure Stufe 10 maximal. Einmal die persönliche Grenze angehen. Sonst sind eure letzten 5 Atemzüge vorbei. Atmen ein. Und im Optimalfall um den Fuß ballen, weil das hat den Vorteil,
ausgerichtet sein. Das heißt, der Oberschenkel, die Außenseite vom Oberschenkel muss zum unteren Mattenrand, zum linken Fuß gehen, auswärts. Kinn Richtung Hals. Zug an der Rückseite von deinem rechten Bein. So, wenn du spürst, dass der Zug nachlässt, mach die Schlaufe vom Bord ein bisschen kleiner, beziehungsweise zieh deinen rechten Fuß näher zu deinem oberen Mattenrand. Dein linker Fuß schiebt dabei gegen eine imaginäre Wand, das heißt, da muss die Ferse der Brustseeballen vorwärts schieben. Dein rechter Fuß schiebt gegen die imaginäre Decke, da muss die Ferse der Brustseeballen heben. Wichtig ist, beide Beine sind komplett gestreckt. So, machen wir die letzten drei Atemzüge hier. Ihr versucht nochmal an eure persönliche Grenze ranzugehen, wo das auch immer ist. Sind die letzten drei Atemzüge vorbei? Lass dein rechtes Bein, wo es ist. Jetzt der Klotz, mach an dein rechtes Gesäß, so ganz leicht ruhig runterheben. Übergib den Gurt an deine rechte Hand, die linke Hand fixiert die linke Hüfte und ihr lasst das rechte Bein in die rechte Seite sinken. Um den Zug jetzt mehr an der Innenseite von eurem rechten Bein zu spüren. Der linke Hand fixiert die linke Hüfte, schiebt ihn zum Boden, beziehungsweise der Klotz an eurem rechten Bein verhindert, dass das Becken abhebt. Beide Beine sind wieder lang. Euer linkes Bein schiebt immer noch gegen die imaginäre Wand. Euer rechtes Bein ist jetzt zur Seite ausgerichtet. Das sollte auf Hüftlevel sein, beziehungsweise du kannst den Fuß auch noch mehr Richtung oberen Mattenrand ziehen. Und für jemanden, der eventuell sehr weit in dieser Position kommt, könntest auch mit deinem Zeigefinger und deinem Mittelfinger von deiner rechten Hand große Zehe fassen, um die Verbindung zum Fuß herzustellen. Letzten drei Atemzüge hier. So, jetzt sind die vorbei. Hol langsam vorsichtig dein rechtes Bein zur Mitte zurück, dann aus der Schaufel vom Korb rausnehmen, ablegen, loslassen, nachspüren. Jetzt könnt ihr gerne das Gefühl haben, das rechte Bein ist länger als das linke Bein, dann hättet ihr da alles richtig gemacht. So, wir wechseln die Seite, das heißt, jetzt schiebt das rechte Bein gegen die imaginäre Wand, den Klotz könnt ihr gleich auf die linke Seite vom linken Oberschenkel bringen. Schaufel vom Gurt kommt um den linken Fußballen. So, rechte Hand passt die Schaufel vom Gurt.
Zug nach, an der Rückseite vom linken Bein, also das Bein näher ranholen, beziehungsweise die Schlaufe vom Board kleiner machen, um das Bein näher ranzuholen. Entscheidend ist nur, wenn du das Bein ranholst, dass nicht dein rechtes Bein hinterherkommt, sondern das rechte Bein muss aktiv wegschieben. Drei Atemzüge hier. Geht nochmal an eure persönliche Grenze ran. So, wenn die letzten drei Atemzüge vorbei sind, klopft ganz nah an dein linkes Gesäß. Linke Hand übernimmt die Schlaufe vom Gott. Rechte Hand fixiert die rechte Hüfte und jetzt lasse das Bein in die linke Seite sinken. So, dass ihr den Zug an der Innenseite von eurem Oberschenkel spürt. Der Kack darf auch die linke große Zehe mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger fassen, um die Verbindung direkt zum Fuß herzustellen, aber nur, wenn es wirklich möglich ist. Spür den Zug jetzt an der Innenseite von deinem linken Oberschenkel. Rechter Fuß schiebt gegen die imaginäre Wand. Linker Fuß ist in die Seite geschoben. Da ist die Innenseite vom Fuß parallel zum Boden oder zur Decke. Um nicht das Knie zu weit auswärts zu drehen an der Stelle und die Belastung an der Innenseite vom Knie zu hoch zu nehmen. Letzten zwei Atemzüge hier. Und sind die vorbei. Langsam hole das Bein wieder vorsichtig zur Mitte zurück. Heb es ab, lass los und spür nach. Okay, dann schnappt euch ein. Zieht euch mit Schwung in den Sitz nach oben. Weiter geht's, wir kommen eine Etage weiter nach oben in den Knieschlag.
um die Überstreckung vom rechten Knie zu verhindern. Seine letzten drei Atemzüge hier, jeder in seiner tiefstmöglichen Position. Dann sind die letzten drei Atemzüge vorbei. Stell den vorderen Fuß auf. Jetzt nimm mal beide Hände ruhig an die vordere Innenseite vom Fuß. Steigt mit dem rechten Fuß zurück und schiebt euch einmal in den Rücken, der nach unten schaut. Gesäß nach oben, Fersen nach unten. Streckt die Arme, streckt die Beine. Ihr seid ganz lang am Rücken. Dann komm auf die Knie zurück, richte dich wieder auf in den Kniestand. Diesmal wird das rechte Bein hinten, das linke Bein kommt nach vorne. Streck das Bein, zieh die Fußspitze von Anfang an ran und schau, dass du zwischen rechtem Oberschenkel und linken Fuß ungefähr einen hüftbreiten Abstand hast. Genau, wenn es wackelig ist, ist es meistens so, dass die Füße zu eng stehen. Dann ist es wie auf dem Balancierbein, öffnest du das Ganze ein bisschen, wird es ein bisschen stabiler. So, am Anfang würde ich immer erstmal empfehlen, sich auf den Klotz abzustützen, um erstmal die perfekte Ausrichtung zu finden. So, wenn ihr vorne seid, schau mal, dass dein rechter Oberschenkel senkrecht ausgerichtet ist, dein linkes Bein gestreckt. Dort zieh die Fußspitze ran, die Knie schneidet es auch nach oben, um die Überstreckung im linken Bein zu verhindern. So, dann im Optimalfall dieselbe Höhe wie unter der ersten Seite. Das heißt, wenn deine Hände keinen Klotz hatten, benutzt jetzt auch keinen Klotz, weil der Klotz hoch kann, dann auch wieder hoch kann. So wie du es gerade eben auf der ersten Seite gemacht hast. Schiebe den rechten Hüftknochen nach vorne.
nach vorne wegrutschen. So, jetzt ist wichtig, ich orientiere mich immer an der Linie der Matte. Das heißt, wenn hier meine Mattenkante ist, kommt da mein Standknie hin, was am Anfang mein linkes Knie ist, was wieder senkrecht zum Boden ausgerichtet ist. Und an diese selbe Linie kommt die Innenseite von meinem rechten Fuß hin. So dass das an meiner Linie alles ausgerichtet ist und in dieser Linie werde ich mich jetzt gleich bewegen. Also stell dir vor, du hast ja kurz vor dir und kurz hinter dir eine Wand und du kannst nicht mit deinem Gesäß nach hinten und auch nicht mit deinem Oberkörper nach vorne kippen, sondern du arbeitest exakt über die Seite. So, setz dein rechtes Bein nach rechts. Fußspitze, Fußballen kannst du auf den Klotz bringen. Die weichen Knie, ihr schaut wieder, dass ihr nicht das jetzt gnadenlos durchdrückt und nach unten überstreckt, sondern Fußspitze, Kniescheibe saugt nach oben. Die Arme parallel zum Boden ausgerichtet. Jetzt ziehe ich mich so weit wie ich kann in die rechte Seite, bringe meine rechte Hand erstmal auf mein rechtes Schienbein, ohne Druck darauf zu geben. Ja, ich darf nicht nach unten drücken, weil dann überstrecke ich oder dann unterstütze ich wieder die Überstreckung im Bein. So, wenn jetzt noch mehr geht, dann laufe ich oder rutsche ich mit meiner rechten Hand zu meinem rechten Fuß und schaue aber, dass ich hier die Seite aufgetreten bleibe. Also ich darf nicht nach vorne oder nach hinten ausweichen. So, ich ziehe den Arm nochmal nach oben, so wie ich das ganz am Anfang gemacht habe bei der Seitenneigung. Linke Handfläche zeigt nach rechts. Und jetzt schiebe ich den Arm über den Kopf drüber, weil der soll mit der Schwerkraft helfen, dass ich mit dem Oberkörper eventuell noch ein bisschen in die Seite hineinkippe. So, damit ich mich nicht nach vorne oder nach hinten wegmogle, drehe ich meine obere Schulter nach hinten. Der Blick ist an der Innenseite der linken Achselhöhle Richtung Decke. So, ihr solltet hier wieder die Streckung in der Flanke spüren und eventuell hier vorne an der Innenseite von eurem rechten Bein die Öffnung. Letzten zwei Atemzüge hier. So, jetzt sind die vorbei, atme ein, zieh dich langsam vorsichtig über die Seite nach oben zurück, hol dein rechtes Bein ran und setz dich einmal in den Fersensitz zurück, atme durch. So, das ist jetzt auch schon ein bisschen Kraft. Eventuell nochmal der Tipp für die Schwachen, dass du nicht den oberen Arm, wenn dir das zu anstrengend für den Rumpf hier hochziehst, sondern die Hand hier auf die Hüfte absetzt. Das zeige ich gleich nochmal richtig. So, wechsel die Seite. Das heißt, jetzt kommt unser linkes Bein in die Seite. Rechtes Knie ist Standknie. Ich orientiere mich wieder an dieser Linie. So, das heißt, das Standknie Innenseite von meinem linken Fuß ist an der Linie, Hüfte ist zur Seite aufgedreht. So, hier Fußspitze, Kniescheibe müssen ranziehen, um eine Überstreckung hier im Gelenk zu verhindern. Arme parallel zum Boden. Jetzt ziehe ich mich mit dem Oberkörper so weit wie möglich in die rechte Seite, in die linke Seite hinein. Schau schon, dass ich nicht verdrehe, also das heißt, tendenziell drehe ich die Schulter zurück. Dann lasse ich den linken Arm auf das Schienbein sinken. Eventuell die Schwangere und rechte Hand hier hin. Ansonsten nach oben. Schau, ob du noch ein bisschen tiefer in die Seitenlenkung hinein rutschen kannst. So, und in dem letzten Schritt geht den oberen Arm wieder über den Kopf dazu. Dreh dich an der Innenseite deiner rechten Achselhöhle Richtung Decke, sodass du dort vorbeischaust. Oberer Arm ist gestreckt. Ja. Bleib hier für drei ruhige, gleichmäßige Atemzüge. Sondern atme ein, zieh dich langsam, vorsichtig zur Mitte zurück, hol dein linkes Bein.
deinem Mann und roll dich einmal über deine geschlossenen Beine ein. Kindsposition, durchatmen. Die Schwanken öffnen die Knie so weit, dass dein Bauch zwischen die Knie kommt. Sind wir vorbei. Beug vorsichtig das vordere Bein ein, hol das innere Bein an, richte dich mit geradem Rücken auf, schließ die Füße ins Tadasana, Bergposition. Spürt ganz kurz nach. Okay, zweite Seite. Das heißt, jetzt bleibt das linke Bein vorne, das geht an die linke Seite der Linie, ist der Fuß senkrecht nach vorne aus.
Zieh dich mit langen, geraden Rücken nach oben. Schließ die Füße. Tadasana. Das war die Beinrückseite. Jetzt kommt wieder die Beininnenseite. Dafür die zwei Plätze rechts, links an deinem hinteren Mattenrand dran. Du öffnest beide Beine, beide Füße, so dass du eine Beinlänge Platz zwischen beiden Füßen hast. Dein rechter Fuß dreht in die rechte Seite. Der ist wieder senkrecht nach vorne ausgerichtet. Vorne ist jetzt da. Dein linker Fuß steht in einem 90-Grad-Winkel zu deinem rechten Fuß. So, beide Beine sind lang. Arme parallel zum Boden. Jetzt schieb deine Hüfte nach links und kipp mit deinem Oberkörper nach rechts. Die Seitneigung so weit wie du kannst. Wichtig hierbei ist, dass du gestreckt rechts, links in deiner Wange bleibst, also dass du dich nicht so einrollst. Deswegen musst du die Hüfte nach links schieben. Und das Zweite ist, dass du dich nicht nach vorne drehst, also zu deinem rechten Fuß, sondern dass du immer in diese Richtung aufgedreht bleibst. Zieh deine linke Schulter zurück. Bist du ganz vorne angekommen, ohne weiter zu sinken, bring deine Arme in die senkrechte Position. Schwankende Option, deine Hand geht auf die Hüfte deiner oberen Hand. So, und entweder lässt du jetzt deine Hand auf dem Schienbein oder auch hier könntest du wieder den Klotz benutzen. Aber entscheidend ist, gib nicht zu viel Gewicht auf den Klotz und auch nicht auf das Schienbein. Ja, deine Kraft zieh dich eher nach oben raus. Brustkorb dreht zu mir, sodass du dich öffnest in dieser Position. Und hier solltest du jetzt den Zug an der Innenseite und vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen an der Rückseite von deinem rechten Bein spüren. Ja, Marc, nimm den oberen Arm, wickel den nochmal um den Rücken, komm mit deiner linken Hand auf den rechten Oberschenkel, weil dadurch verstärkt du noch ein bisschen dieses Auftreten vom Brustkorb. Du ziehst jetzt deine linke Schulter zurück und dadurch öffnest du dich ein bisschen besser. Letzten zwei Atemzüge hier. So, jetzt sind die vorbei. Löst den Arm. Erst mit der Arme parallel. Von hier ziehst du dich außer Kraft aus deiner Körpermitte zurück. Drehst dich nach vorne. Lass die Beine ruhig geöffnet. Atmest einmal ganz kurz durch. Und dann wechseln wir von hier aus gleich die Seite. Das heißt, jetzt ist dein rechter Fuß senkrecht in diese Richtung ausgerichtet. Und dein linker Fuß senkrecht in diese Richtung, sodass die 90 Grad Winkel hintereinander stehen. Beine lang, Arme parallel. Schieb dich mit deiner Hüfte zu deinem rechten Mattenrand. Zieh dich mit deinem Oberkörper nach links und gib viel Aufmerksamkeit auf die Streckung deiner linken Flanke. So, dreh dich auf, streck dich. Dann bring die Arme in eine senkrechte Position. Die Schwangeren, ihr könnt wieder die Hand hier oben absetzen. So, wenn du möchtest, benutzt du hier den Klotz hinter deinem Bein, aber gib nicht zu viel Gewicht drauf.
dicken Yoga-Kurs. Danke, Namaste. So, die Stunde ist mitgefilmt. So, lassen wir es und geht's ins Internet. Yoga24, wer sagt, das war gut, das mache ich nochmal. Spätestens ab morgen ist er drinnen, können das abrufen und können das selbstständig durchüben. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, falls wir uns nicht nochmal sehen. Und dann bis aller später.